Wir dürfen nie innehalten. Wir dürfen nie zu uns selber kommen. Es könnte revolutionär werden. Wer es mal entdeckt, wer er selber ist, wird das nicht mehr störungsfrei und ohne Reibung außen ertragen. Wer möchte in dieser Ausschließlichkeit sich schlucken lassen? Wo es doch so schön ist, auch so schön ist, so ein wunderbares Ego zu haben. Es ist das Schöne an den Erkenntnissen, dass wenn man wieder mal eine Erkenntnis gewinnt, dann so viel anders wird.